Wir haben heute eine Rallye an den Aktienmärkten und das vorwiegend aus vier Gründen. Der erste Grund war das, was in Hongkong passiert ist. Lam hat diese Auslieferungsgesetzgebung zurückgezogen. Daraufhin der Hang Seng Index massiv nach oben gegangen. Ich gehe davon aus, dass die Proteste in Hongkong dennoch weitergehen. Denn dieses Auslieferungsgesetz war nur im Prinzip der Auslöser für die Demonstration, was die Leute, die in Hongkong leben wollen, ist eine Demokratie nach westlichem Vorbild. Die sind sozusagen vom Westen infiziert. Und das wird durch den Stopp dieses Auslieferungsgesetzes eben nicht sich ändern, nachhaltig ändern. China hat dann jetzt auch gleichzeitig bekannt gegeben, oder die Hongkonger Regierung, dass man massiv investieren wird, Liquidität ins System pumpen wird, nachdem der Einkaufsmanager-Index aus Hongkong heute Nacht, wie die Zahlen gezeigt haben, regelrecht abgestürzt ist infolge der Proteste. Der zweite Grund für die Rallye ist die Hoffnung auf einen No-Deal-Brexit, nachdem Boris Johnson im Parlament eine Niederlage erlitten hat, möglicherweise Neuwahlen dann 15. Oktober. Der dritte Grund ist für diese Rallye, dass man Hoffnung hatte, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass in Italien sich eine Koalition zwischen Cinque Stelle und den Sozialdemokraten etablieren kann. Und der vierte Grund schließlich ist, dass die Daten aus China, Einkaufsmanager-Index, Dienstleistung besser war als erwartet, da es sind so diese Rezessionssorgen, die global ja der Fall sind und vor allem gestern nach dem schwachen amerikanischen ISM-Index aufgekommen waren, die sind ein bisschen abgeebbt. Aber diese ganze Rallye, die findet im Prinzip dünnstvolumig statt. Man kann fast sagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie können im Grunde das gehandelte Aktienvolumen an der Wall Street mit einer Hand zählen. Das ist eigentlich überhaupt nicht nennenswert, was da passiert ist. Und das führt mich auf einen Punkt, der heute mich am meisten interessiert hat. Kennen Sie dieses Buch vielleicht, Michael Lewis' The Big Short? Darin beschreibt der Bestsellerautor, wie einige schlaue Jungs frühzeitig kapiert haben, was am amerikanischen Immobilienmarkt nicht wirklich koscher ist. Die haben gecheckt, dass das ganze System nicht funktionieren kann und haben sich dementsprechend positioniert, indem sie Credit Default Swaps vorwiegend geschortet haben, also leer verkauft haben, auf einen Anstieg von Versicherungsprämien gewettet haben, der dann auch kam, als eben die ganze Geschichte zusammenstürzte. Und einer dieser Jungs, die Hauptfiguren in diesem Buch The Big Short von Michael Lewis sind, ist Michael Berry, ein Arzt und Hedgefondsmanager, der mit einem Hedgefonds schon außerordentliche Resultate vor der Finanzkrise erzielt hat. Ob der S&P gestiegen war oder gefallen war, immer lag er deutlich über dem Index und hat maximale Renditen erzielt. Ein richtig schlauer, wenn auch etwas merkwürdiger Kerl. Und der ist heute nach Jahren mal wieder in der Öffentlichkeit erschienen und hat vor den ETFs gewarnt und sagt, das ist im Grunde eine Zeitbombe, eine Massenvernichtungswaffe, die uns früher oder später um die Ohren fliegen kann und wird. Sie erinnern sich vielleicht, Warren Buffett hat ja auch mal von Massenvernichtungswaffen gesprochen in Bezug auf Derivate. Nun ist vielleicht oder sind ETFs keine Derivate oder zumindest die meisten ETFs nicht. Das sind ja dann praktisch Kontrakte auf einen Basiswert, der aber sozusagen nicht direkt den Basiswert abbildet, wie hier Investopedia erklärt. Aber es gibt eben immer mehr ETFs, die eben doch Derivate sind, sogenannte Leveraged ETFs, das heißt eben gehebelte ETFs. Wenn ich zum Beispiel einen ETF auf dem S&P habe und der gewinnt 1% und ich habe einen Long ETF und gewinne dann 10% oder 15%, dann kann man sagen, es ist ein Derivat. Die Anzahl dieser Leveraged ETFs nimmt ständig zu, sodass der nicht derivative Charakter sozusagen immer mehr entfleucht, immer mehr abgelöst wird, dann durch doch derivativen Charakter. Aber sei es drum, schauen wir uns mal an, was Michael Berry heute gesagt hatte zu den ETFs. Und das finde ich wirklich sprechend und hochinteressant. Er sagte, das schmutzige Geheimnis der Index-Funds, ob es ETFs sind oder andere Bezeichnungen, die sozusagen genau in diese Produktkategorie fallen, ist, dass praktisch sie abbilden eine Liquidität, die gar nicht der Fall ist. Und Michael Berry hat sich mal Tausende von Aktien angeschaut, ob im S&P 500 oder im Russell 3000, und hat gesagt, da haben wir 1049 Aktien, bei denen weniger als 5 Millionen gehandeltes Volumen der Fall ist. Das heißt, wenn eine Aktie $100 kostet und ich kaufe eine, dann würde ich $100 da schon in die Hand nehmen, also bewegen. Das ist also nicht gerade viel, 5 Millionen Dollar. Und bei 456 Aktien, hat er sogar festgestellt, ist das Handelsvolumen weniger als 1 Million. Jetzt ist das Problem aber in der Geschichte, dass auf solchen fast schon illiquiden Werten
die sozusagen immer weniger gehandelt werden, weil immer mehr Investoren in sogenannte ETFs ausweichen, dass da eben praktisch eine billionenschwere ETF-Industrie dranhängt. Das heißt, wir haben einen Ausgangswert, der sehr dünnvolumig ist, da ist kaum mehr was los und sozusagen ein Klotz am Bein, der riesig ist, der immer größer wird. Und wir sehen, dass vor allem aus gemanagten Fonds Geld abfließt, aber nach wie vor Geld zufließt in eben diese ETFs. Das geht ja schon seit Jahren so. Und der sagt eben, beim S&P 500 ist das nicht viel anders. Da sind 266 Aktien, bei denen unter 150 Millionen Umsatz am Tag passiert. Das ist wirklich für ein S&P 500 Unternehmen, das mit die größten Unternehmen der Welt abbildet, ist es wirklich sehr wenig. Und das bringt Barry dann auf den Punkt, dass je crowdeder, je praktisch voller das Boot wird, umso schlimmer wird der Ausgang, denn die Ausgangstür ist immer gleich groß und wenn dann immer mehr Leute durch wollen, dann wird es ganz schlimm. Und er sagt eben, das ist sozusagen das Problem. Man weiß nicht genau, wann diese ganze Geschichte in die Luft geht, aber sie wird in die Luft gehen. Und je länger es dauert, umso schwerer wird dann der Knall werden, wenn sie in die Luft geht. Und schauen wir uns mal ein paar Daten an, die zeigen, was da eigentlich der Fall ist derzeit an den Aktienmärkten. Hier sehen wir zum Beispiel die Ausflüsse aus den Aktienmärkten global gesehen. Da oben sehen Sie den MSCI World, also praktisch wieder ein ETF, das die Weltmärkte abbildet mit klarer Dominanz eben der amerikanischen Aktienmärkte. Und hier sehen wir die Ausflüsse, die doch massiv sind. Wir haben die größten Ausflüsse im Grunde seit der Finanzkrise auf der anderen Seite, aber nicht wirklich eine nachhaltige Korrektur eben der Aktienmärkte. Das ist schon mal ein bisschen seltsam. Dann sehen wir in dieser Statistik, dass die Single Stock Liquidity, also praktisch die Liquidität in den einzelnen Aktien jetzt im August bei einem der tiefsten Stände in den letzten Jahren, Jahrzehnten sogar ist. Das heißt, das ist ein Phänomen, das sich immer mehr verbreitet. Wir haben dann noch folgende Statistik, das wollte ich nicht zeigen, die zeigt, wie es um die Dinge steht. Finde ich die jetzt oder finde ich sie nicht? Das wollte ich eigentlich nicht zeigen. Sei es drum. Jedenfalls haben wir die Situation, dass eben jetzt die Lage schlichtweg so ist. Dann zeige ich hier Michael Lewis. Das ist wirklich ein Buch, das spannend ist. Ich bekomme dafür keine Provision. Ich habe es super gerne gelesen, war richtig interessant. Da sind eben die Geschichten von Leuten, die wirklich was geblickt haben, die etwas kapiert haben, während die Masse eben noch in eine völlig andere Richtung gelaufen ist. Jedenfalls ist das ein Phänomen, das wir immer stärker beobachten, dass die Liquidität in den einzelnen Aktien immer mehr abnimmt, die ganze Geschichte sozusagen in den Passivbereich fällt, nämlich in ETFs. Und wenn dann die Liquidität mal dünn wird, weil zum Beispiel alle zur selben Tür wollen, nehmen wir an, irgendeine Krise, irgendeine Paniksituation, dann werden wir es erleben, dass eben hier die Dinge wirklich schwierig werden und möglicherweise dann richtig aus der Kurve fliegen. Wann das passiert, keine Ahnung, aber Michael Burry sagte, das ist praktisch wie die sogenannten CDOs damals, die es am Immobilienmarkt gab, diese Credit Default Obligations. Und das sind eben Instrumente gewesen, mit denen man diese ganzen Geschichten handeln konnte, auch derivative Instrumente. Und die Struktur, sagte er, ist genauso wie damals. Und ich wollte eigentlich gar nicht short gehen oder wollte sozusagen gar nicht profitieren von irgendeinem Zusammenbruch. Aber die Geschichte war derart logisch, dass ich gar nicht anders konnte, als es zu tun. Eigentlich suche ich eher Longchancen, so Michael Burry heute. Aber sei es drum. Schauen wir uns mal an, was an in den Märkten passiert. Wir sehen hier den S&P 500. Die Charts von Capital.com, das wissen Sie hoffentlich. Wir sind bei 2930 nach wie vor faktisch in der Seitwärtsbewegung. Aber heute Morgen, kurz vor Hongkong-Schluss, ging es dann nach oben wie von der Tarantel gestochen, weil ja jetzt alles wieder gut wird. Der Handelskrieg wird dann gelöst, wenn in Hongkong Lama ein Gesetz zurückzieht. Nicht sehr wahrscheinlich, sei es drum. Es ist irgendwie so eine Erleichterungsrallye, vielleicht ein Short-Squeeze auch gewesen in Hongkong, je nachdem. Jedenfalls sind wir nach wie vor in dieser Range, nach wie vor das Warten auf die EZB nächste Woche und die Fed dann später. Das ist schlichtweg das Thema. Wir haben den DAX derzeit bei 12.020 Punkten, der praktisch heute Morgen dann nochmal extra schön nach oben geschossen ist, weil es möglich war und auch die Liquidität im DAX durchaus überschaubar ist. Wenn Sie mal Lust haben, dann schauen Sie sich mal den DAX Future an und die DAX Future Umsätze. Das ist sehr, sehr mäßig. Da passiert nicht so wirklich viel. Wir haben dann den Euro, der steigen kann nach den gestrigen ISM-Zahlen.
nach der möglicherweise doch nicht so dovischen EZB, die uns dann nächste Woche erwarten wird. Wir werden sehen, 1,1028, wir sehen Gold bei 1.547, hat sich von dem Fall heute Morgen aufgrund der Risikobereitschaft dann auch der Aktienmärkte wieder erholt. Wir sind fast wieder auf diesem Hoch, das wir gestern hatten bei 1.550, und das amerikanische Crude Oil, das schießt heute Risk-On-Modus generell, schießt heute wieder nach oben, und wahrscheinlich ist in Russland ein Sack Reis umgefallen und in China hat man einen Wodka zu viel getrunken. Das könnte der Grund sein, warum Gold, warum Öl heute steigt. Eine andere Erklärung habe ich jetzt direkt nicht parat. Also, das vielleicht mal ein kleiner Ausflug, nachdem das heutige Geschehen intellektuell durchaus überschaubar ist, auch in der Kursreaktion. Da ist dann wahrscheinlich eine Mischung aus Short Squeeze und mangelnder Liquidität der Fall. Das war für mich die Überleitung, um mal auf das Thema ETFs hinzuweisen, als tickende Zeitbombe. Und man kann gespannt sein, ob uns diese Zeitbombe ebenso um die Ohren fliegt wie damals die Immobilienblase in den USA. Damals haben vor allem die Ausländer die Zeche bezahlt. Diesmal wird wahrscheinlich die ganze Welt die Zeche bezahlen. Ich wünsche euch das Allerbeste und einen schönen Abend und sage Servus und... Ciao.